Florian, Jana, was ist los? ich habe so einen Déjà-vu-Moment gerade, weil ich Ja, als hätten wir glaube, das schon mal gehabt, ne? ein Fehler in der Matrix. Woran kann Nun, das liegen? da kann man nichts machen, wenn die Technik besser ist als der Techniker. Aber natürlich ist mein Einstiegsgag jetzt so gut abgehangen, dass ich ihn gleich nochmal bringe. Zum gefühlt ersten Mal. Dreimal ohne. Oh Mann, oh Mann. Was war es? Ein Jahr, 2 Jahre? Hatten wir davor nicht schon eine Folge 6? Ich glaube schon, oder? Vor 2 Wochen. Oder vor 3. Wir sind noch. Werner, deine Zeitmaschine hat einen Sprung. Der Anruf kommt aus dem Inneren des Hauses. Du musst mal hinten deine Öffnung ko kontrollieren lassen. Vielleicht ist es Wackelkontakt, wo der Stift reingesteckt wird, weißt du? Ach ja, Matrix 4 gibt es jetzt auch bald. Ja, und viel wichtiger, die Fortsetzung zu Bill und Ted's Verrückte Reise durch verrückte die Reise. Zeit. Da freue ich mich wirklich drauf, muss ich gestehen. Oh Mann. Gut. Ja, Ja, okay, ansonsten also. außer blöden Witzen kann man in so einer Corona-Situation ja nicht viel machen, oder? Oder? War das vielleicht eine Überleitung zu uns? Ja, eine sperrige Überleitung Ja, in kantig. Kantige Überleitung. kantig wie wir. Wir Wie so wollen scharf. also unseren Tausenden von Zuhörern da draußen Tipps geben. Wenn man die mit Schizophrenie dazu zählt. Ja, Tipps geben, was man zu Zeiten von Corona alles machen kann, um Corona zu vergessen. Ja, auf Max. alle Fälle kein Podcast hören, in dem das Wort Corona 50 Mal gesagt wird. Corona, Corona, Corona. Ich habe heute übrigens kein Bier am Start. Hattest du Bier am Start? Das vorletzte Mal, als du editieren musstest, hatte ich nicht nur Bier am Start. Das war doch ein Nahrungsergänzungsmittelgetränk oder sowas. Nein. Offenschorle, ja. Nein, nein, nein. Also, Und ein bisschen Roggenzusatz. genau. Ja, der gute alte Herr Daniels aus Lynchburg. Auch das kann man tun, wenn man Corona hat. Ja. Für die Leute, die es hören, wird es nichts nutzen, aber ich halte mal den Rest in die Kamera. Genuine. Yim-Biam. Ach nee, das ist der andere. Da stelle ich mal wieder dahin. Nun, auf alle Fälle. Man kann sich den Gratis-Monat Netflix holen, wenn man noch kein Netflix hat, was ich getan habe. Hast du inzwischen, ja? Okay, cool. Ja. Schon bis 27. habe ich wieder gekündigt. Also bis dahin muss ich noch die restlichen Folgen Du gucken. Armer. Ja, armes Das Deutschland. ganze Netflix leer gucken in wie vielen Wochen? Genau. In 4. In 4 Wochen. Challenge accepted. Hast du da schon irgendwelche Perlen dir rausgesucht, die du auf die Watchlist? Also ich bin bei der Comedy immer sehr, sehr stark. Bei den Comedy-Specials, die sind super. Da gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es Comedians of the World, da gibt es aus Niederlanden, Deutschland, Frankreich und so weiter. Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Und ich habe Ja. jetzt halt Unorthodox angefangen. Ah. Nach dem Buch von Deborah Feldmann. Comedy, ne? Ja. Richtig geile, tiefgründige Comedy. Nichts. Es geht darum, um den Ausbruch aus der ultraorthodoxen Gemeinde, Sattmarer Gemeinde in Williamsburg. Ja. Und es basiert auf dem Buch von Deborah Feldmann mit dem gleichen Titel, aber es basiert nur sehr lose darauf. Die Serie und das Buch sind ganz unterschiedlich. Ja.
Und deswegen sollte man beide Werke gleichermaßen betrachten. Siehst du das auch so, dass es eigentlich auf zwei Büchern basiert? Weil es ist ja eigentlich eine Verbindung von dem Unorthodox mit dem. Ja, unorthodox ist halt das Buch, das ihr Leben in der Gemeinde da beschreibt, bis sie sich dann davonstiehlt, quasi ins College zu gehen, in den Staaten noch. Ja. Und Überbitten heißt der zweite Band, der ist quasi die Reise nach Berlin und nach Europa und quasi der zweite Teil der Ja, Lebensgeschichte ja. bis vor 8 Jahren oder so. Und das ist da quasi sehr arg zusammengefasst und auch sehr fiktionalisiert und sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr auf Story getrimmt sozusagen. Ja. Weil der Prozess, den sie da durchgemacht hat, ging natürlich über Jahre, Jahrzehnte und nicht innerhalb von 2 Monaten oder so, wie Ja, ich das ja. empfunden habe. Es ist halt alles sehr gestrafft in den 4 Folgen. Eine Stunde, es geht ja nicht anders. Ja. Aber das ist trotzdem gut zusammengefasst und zeigt auch viele, viele Einflüsse und was sie da erlebt hat in der Gemeinde. Das wird schon sehr gut und auch teilweise sehr drastisch dargestellt. Die Frauen haben sich dann, wenn sie heiraten, die Haare abzurasieren und Perücken zu tragen. Ja. Und quasi den Individualismus, so habe ich zumindest empfunden, der Frauen zu unterdrücken. Die haben dann alle Ja. gleich auszusehen und ja, wie gesagt, schwer auch das wiederzugeben, weil man sich das gar nicht so vorstellen kann. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die leider so passieren könnte oder so passiert, weil viele aussteigen wollen und es dann Ja. so schwer haben. Aber wie gesagt, man sollte das Buch, die Bücher lesen und entsprechend auch die Serie angucken. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht selbst gesehen oder gelesen oder mal gehört hat, was da so abgeht. Ich fand es interessant, dass in der Serie, ich weiß nicht, ob das im Buch ähnlich ist, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Die Figur des Ehemanns eigentlich sehr vielschichtig und nicht so, also er wird so dargestellt in der Serie, dass es zwar klar ist, dass er sie unterdrückt hat, aber er wird auch als jemand dargestellt, der selber in diesen Denkmustern der Gemeinde auch gefangen ist Jeder ist da gefangen, diese, wie war das, 6 Millionen Juden müssen neu geboren werden, deswegen müssen alle Frauen in der Gemeinde Kinder haben. Ja. Das ist ja die Unterdrückung von oben schon. Das ist ja, steht ja eigentlich gar nicht in den Schriften, der Religion drin, der jüdischen Religion, dass das so zu sein hat, Ja. sondern es wurde aufdoktriniert und die Großmutter glaubt zum Beispiel fest daran, im Buch und auch in der Serie merkt man es ein bisschen, dass die Schuld noch nicht abgetragen ist. Beziehungsweise die 6 Millionen nicht wieder geboren wurden. Und Ja. das ist so hart, dass man daran glaubt, dass man die Leute unterdrücken muss und zwingen muss, die 6 Millionen Juden wieder neu zu gebären. Ja. Was ich auch finde an dem Buch im Vergleich zur Serie ist, da wird halt auch detaillierter beschrieben, was in der Serie ja nicht möglich ist, wie die Rituale sind, was da zu beachten ist Ja. und das Einzelne deswegen sollte man das Buch lesen und zusammen mit der Serie sehen, weil die Serie visualisiert, was das Buch beschreibt, sozusagen. Also kriegt man quasi Bilder Ja. zu den Ritualen der Hochzeit oder Ähnlichem, das im Buch beschrieben wird und kann sich das dann besser zusammenreimen, wenn man der Religion nicht beheimatet ist oder irgendwie sich damit auskennt. Es ist schon schwerer Stoff und da sollte man dann auch vielleicht ein Comedy-Special zur Hand nehmen, wenn man fertig ist,
um dann entsprechend sich wieder auf andere Gedanken zu bringen, weil das ist wirklich. Ich will da kurz was einwerfen zu, von wegen Comedy-Special und unorthodox. Wer die Thematik von unorthodox mal von der humoristischen Seite erzählt haben möchte, dem empfehle ich, Moment, das muss ich jetzt kurz googeln. Und zwar ist das Werner Habe tippt. Der Film heißt Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Und erzählt die Geschichte eines Juden in Zürich, der aber derselben Religion angehört wie damals in der Gemeinde in Williamsburg Deborah Feldman. Und im Grunde genommen gleiche Konfliktlage. Er ist halt gezwungen, eine für ihn ausgesuchte Frau zu heiraten. Und es erzählt halt seine eigenen Probleme damit. Und Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse, weil er verliebt sich dann eben in eine Schickse. Und Florian, was ist eine Schickse? Definition, eine nichtgläubige, nicht im Glauben erzogene, Frau. Arme. Ja, also es ist jetzt, ich würde fast schon sagen, man muss den Wolkenbruch-Film wirklich gucken. Den gibt es bei diversen Streaming-Diensten. Man muss Netflix den hatten auch, ja, kann man da gleich bleiben. gucken, aber nur wirklich im Kontext mit dem Buch von Deborah Feldman und der Serie Unorthodox, weil wenn man jetzt nur Wolkenbruch gucken würde, dann könnte man Hätte man den Hintergrund nicht, Gedanken, ja, wahrscheinlich. man könnte vor allem auf den Gedanken kommen, ach, so schlimm ist das ja eigentlich gar nicht, weil es ist halt doch auf Humor gebürstet. Aber ganz bewusst, weil Unorthodox war für mich echt ein Buch beim Hören, das mich richtig, richtig runtergezogen hat. Also das hat er auf links gedreht, ne? Ja. Und So richtig die Innereien ja, genau. rausgetreten, Deswegen ne? Also mir ging es so, dann braucht als ich das man da gelesen habe. ein Gegengewicht. Ja. Ja. Und da könnte ich gleich mal weitermachen mit deinem Mach das. zweiten Tipp. Mach das. Gegengewicht, weil wir können ja nicht weg, wir müssen ja zu Hause bleiben und da Ja. ist ja immer gut, wenn man den Kopf nehmen kann und irgendwo hinfahren. Ja. Und das ist mein zweiter Tipp. Das ist ein Buch in diesem Fall, nicht eine Serie und das Hörbuch habe ich da jetzt noch nicht von gefunden auf irgendeiner Plattform. Ja. Deswegen habe ich da den Link hingeschrieben zur Verlagsseite sozusagen. Von Steffen Kopetzky, Grand Tour heißt das. Und da geht es um Eisenbahnfahren quasi. Es geht um Cool. einen Herrn, der eigentlich sollte der nach Argentinien fahren und da ein Semester Sprachstudium machen, Spanisch. Hat auch seiner Mutter so erzählt. Aber irgendwie die Airline-Tickets, die er hatte, waren irgendwie von einer falschen Firma und er kommt nicht nach Argentinien. Okay. Und er bleibt dann, muss dann in Deutschland bleiben und verdingt sich dann als Schlafwagenschaffner und reist dann so durch ganz Europa, Ostende, Brügge, nach Italien runter. Ja. Und diese Abenteuer, die er erlebt, sind so richtig, wirklich zum Wegkommen im Kopf. Ja, Kann man ja. sich die Städte vorstellen, die Städte werden, die Bahnhöfe, ja.
dem Thema nach erst Schlaf angeschafft. Er sieht nur die Bahnhöfe eigentlich der Weltreise, auf der Europareise. Aber die werden halt gut beschrieben. Man kann sich vorstellen, wie es da ist. Und ja, das ist ein Tipp von mir. Ich bin gerade nochmal dabei, es zum zweiten Mal zu lesen. Ich habe es schon gelesen vor einiger Zeit. Das ist doch mal. Aber das hilft, es hilft einem wirklich zu dieses Denken in Newsartikeln, Corona ist weiter auf dem Vormarsch, wieder 100 Tote und so. Ja. Kommen. Ja. Das versuche ich auch entsprechend immer damit zu unterbinden, indem ich dann einfach das Buch nehme und darin weiterlese sozusagen. Die Sprache ist ein bisschen gehoben. Also für Leute, die sagen, will Klamauk erwarten, ist es nichts. Ja. Aber es sind Charaktere drin. Nicht nur Figuren, sondern Charaktere. Und wie gesagt, das ist ein gutes Buch. Ich will nicht zu viel davon erzählen. Vielleicht im nächsten Podcast, wenn wir das haben, ich habe das Buch jetzt nicht hier, ja, lese ich mal das Einführungskapitel vor. Ja. Weil das wirklich gut ist. Aber wie gesagt, es ist zum Selbstentdecken. Da auf der Webseite, die ich da angegeben habe, auf dem Heine Verlag, gibt es eine Leseprobe zum Reingucken. Und ein E-Book gibt es da auch auf Google. Und das soll es erstmal gewesen sein von mir. Den dritten Punkt machen wir dann später noch in die YouTube-Playlist sozusagen. Aber jetzt wärst erstmal du dran mit deinen. Informationen. Okay. Ich wollte noch sagen, also wenn du mir sagst, dass du das Buch jetzt schon zum zweiten Mal angefangen hast, ist das schon ein ziemliches Qualitätsmerkmal, würde ich mal behaupten. Würde ich schon so sagen. Das hilft mir halt. Ich weiß halt, was da drin ist. Das ist so wie so ein Lagerfeuer. Du weißt, du schmeißt Holz da rein und machst ein bisschen Brennstoff drauf und dann hast ein warmes Lagerfeuer und das ist das Buch für mich. Es ist weder Horrorsblätter noch irgendwas kommt drin vor, ja, aber halt wirklich, wirklich, das Hirn geht auf Wanderschaft. Toll. Ja, dann grätsche ich jetzt wirklich mal rein mit meinen ersten Sachen. Ich habe am Anfang, ich nenne das mal mein Mixtape, ich habe mal eine Liste gemacht von so ziemlich allen Podcasts, die ich so in meiner Freizeit höre. Ich bin ganz, ganz großer Podcast-Fan. Wahrscheinlich unter anderem auch deswegen, weil ich Berufspendler bin und auf der Zugfahrt oder auf dem Radweg zur Arbeit, da höre ich einfach gerne Internetradio und hab da, wie gesagt, mal so zusammengestellt, welche Podcasts ich da höre. Das sind zum Teil politische Themen, Nachrichten, also was ich ganz groß empfehlen möchte, der WDR Presseclub, dann der wöchentliche Debattenpodcast von Sascha Lobo, wo er seine Spiegelkolumne nochmal bespricht, inklusive der Leserkommentare. Dann ganz groß für mich Dan Carlins Hardcore History. Das ist, wenn man sich für Geschichte interessiert, möchte ich behaupten, einer der besten Podcasts überhaupt weltweit. Also besser kann man Geschichte gar nicht erzählen, als Dan Carlin das da macht. Dann sind so ein paar Podcasts dabei zu meinem persönlichen ganz großen Thema Selbstverbesserung, nenne ich es mal grob. Also wie kann man im Alltag mehr gebacken kriegen und vor allem auch in sich selber ruhiger sein und entspannter sein. Ja, und dann zu guter Letzt ein Podcast, den ich erst vor kurzem entdeckt habe,
Vielleicht kennen ein paar Leute noch die Fernsehmoderatorin Sarah Kuttner. Und die hat mit ihrem Freund Stefan Niggemeier einen Podcast, der heißt Das kleine Fernsehballett. Und da gucken Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier gemeinsam Fernsehen, damit wir es nicht gucken müssen. Also sie geben auch Empfehlungen, sie stellen auch Fernsehserien vor, wo sie sagen, auf jeden Fall gucken, aber zum ganz großen Teil gucken sie halt auch RTL 2, RTL Plus Geschichten und Vox Reality TV, und dann kann man das sich schön anhören, wie sie die verreisten, und muss es sich nicht selber angucken. So, Werner, da möchte ich kurz noch was hinzufügen, und ich füge auch gerade hier ins Dokument noch was hinzu, ja, unter deinem Mixtape. Und zwar hast du ja von Entspannung und Ruhe gesprochen auch. Ja, ja. Und da gibt es etwas im britischen Radio, das ist so genial und es hilft mir immer zu entspannen. Ja. Und es heißt Shipping Forecast. Es ist okay, auf Radio 4, BBC Radio 4, und es ist quasi der Wetterbericht. Jeden Abend um 0.40 Uhr nachts kommt der Shipping Forecast und dann werden die Gewässer um Großbritannien abgefrühstückt. Da ist dann Regen, da ist dann Nebel, aber in so einer, ja, in so einer schönen, schönen Art und Weise, immer so, so gleichförmig und man, so wie der Wellenschlag des Meeres, ist da auch ein Rhythmus drin. Und wenn man sich das anhört, da kann man dann wirklich gut abschalten. Und dann, wenn man das am Ende des Tages macht, 0.40 Uhr ist halt 1.40 Uhr bei uns. Aber wenn man dann mal wach ist, kann man da mal reinschalten. Außerdem gibt es auf YouTube 5 Stunden Shipping Forecast aneinander geschnitten. Ja. Und auch ein schönes Erklärvideo, wie das funktioniert. Okay. Was dann die Aussagen sind, weil das sollte man sich vorher mal angucken, damit man weiß, wovon die reden. Okay. Aber auch wenn man das eigentlich nicht weiß, ist es wirklich schön entspannend. Cool. And now the shipping forecast issued by the Met Office for 0040 on Friday the 24th of April. Und dann geht's los. Eine Viertelstunde oder so, 10 Minuten oder so dauert das. Da werden die ganzen automatischen Wetterstationen noch vorgelesen, ja, am Ende. Und das ist wirklich, wirklich super entspannend. Cool. Ich habe es mal unter dein Mixtape geschrieben. Ja. Und ich hoffe, du hörst es dir mal an, weil das ist wirklich cool. Die Webseite ist, da gibt es immer die aktuellen der letzten Woche oder so zum Anhören. Und das ist wirklich, wirklich schön. Und ich hätte beinahe etwas vergessen, ganz kurz, was du mir empfohlen hast ursprünglich, nämlich den Podcast von Stephen Fry. Und da muss man gar nicht viel zu sagen, weil der Name Stephen Fry und Podcast sagt eigentlich alles. Es ist einfach nur genial. Und ich kann nur sagen, Leute, hören. Ja, toll. Und das Lernen. Britisch, britisch, genial, klasse. Ja, und die Stimme von Stephen Fry, Brummel, 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 eingeschlafen. Genau. So, jetzt muss ich gerade mal. Ja, der liest übrigens auch Harry Potter auf, ja, Englisch. Richtig, richtig. Auch sehr genial. Macht das so genial wie Rufus Beck auf Deutsch, meiner Meinung nach. Ja, ich steppe jetzt mal ein bisschen durch. Weil, also, ich habe dann noch ein Hörbuchprojekt von meinem Freund Franz Wegener. Der Daubemord 1928, das ist eine wahre Geschichte, historisch korrekt, als Hörbuch aufbereitet. Ich habe das reingelegt, zum einen, weil es einfach coole, deutsche, interessante deutsche Geschichte ist, die man so aus der Sicht der normalen Menschen mal erzählt bekommt. Zum anderen aber auch, weil ich auf dieses Projekt sehr stolz bin, weil da habe ich mitgearbeitet. Inwiefern hast du da mitgearbeitet? Hä? Hast du Stimme gemacht beim Hörbuch? Oder? Ich habe tatsächlich damals, also man muss
man muss sich da vor Augen führen, dass dieses Multimedia-Projekt damals, das war Mitte der 90er, und da gab es noch sowas wie Multimedia-CD-ROMs, wem das noch was sagt. Also, Ja. Oh Gott. ja, und da habe ich, Ladezeit 5 Minuten pro Seite. ja, und dann habe ich da wirklich mitgearbeitet, in dem Sinne, dass ich quasi diese, wie soll man das mit heutigen Worten beschreiben? Also im Grunde genommen das, was wir auch bei unserem Podcast machen, dass wir Aufnahmen bearbeiten und Menüs editieren, also Shownotes machen. Also ich habe im Grunde genommen auf der technischen Seite hinter dem Mikrofon habe ich so die Sachen mitgestaltet. Also quasi Regisseur so ein bisschen. Ja, genau. Und Sachen geschnitten und Audio und so, ähnliche Sachen. Ja, Schnitt. Ja. genau. Und es war eine richtig coole, geile Erfahrung. Und vor allem das alles beiseite gelassen. Es ist einfach ein tolles Hörbuch. Und ich habe einfach mal die Adresse von dem Hörbuch mit in die Liste genommen. Jetzt muss ich wirklich, wirklich schnell machen. Geiler Roman, mein Lieblingsroman, Umberto Eco, Das Foucault'sche Pendel. Schwere Kost. Sein berühmtester Roman ist Der Name der Rose, kennt jeder. Seinen zweiten Roman, Das Foucault'sche Pendel, kennen wesentlich weniger Leute. Ich will den Namen der Rose nicht klein machen, aber das Foucault'sche Pendel ist noch geiler. Mein liebster Roman. Mein liebstes Sachbuch, Technosis von Eric Davis, erklärt, warum die Trennung von Technik und Religion eine künstliche ist, warum die eigentlich nie existiert hat und warum heute Technik fast so eine Art Ersatzreligion ist. Ganz geiles Buch. Und mein ebenso liebstes Sachbuch und wieder der Name meines sehr guten Freundes Franz Wegener. Wer jetzt nicht so gutes Englischen mächtig ist, aber sich für die Themen von Technosis interessiert und das Ganze mal auf Deutsch erklärt haben möchte, also auch wieder Technik und Religion und wie die beiden eigentlich nicht getrennt sind, sondern eigentlich zusammengehören, dem empfehle ich im Deutschen das Buch Gnosis in Hightech und Science Fiction von Franz Wegener. Wie gesagt, gleiches Thema, aber auf Auf Deutsch. Deutsch. Ganz geil. Zuletzt nochmal mein zweitliebstes Sachbuch, Making It All Work von David Allen. Da kommen wir wieder zu meinem großen persönlichen Thema Selbstverbesserung, weil David Allen hat ein System entwickelt, mit dem jeder, du, ich, die Leute da draußen, ihren Alltag systematisch besser bewältigen können. Ich selbst bin jemand, der eigentlich jeden Tag an sich selber scheitert und an dem Anspruch, irgendwie die Dinge erledigt zu kriegen, scheitert. Ich bin ein ganz großer Prokrastinator, also Aufschieber. ich bin ein ganz großer Aufschieber. Und David Allen zeigt einem halt, wie man weniger aufschiebt und mehr erledigt kriegt. Und das wollte ich hier vorschlagen. Und da bin ich jetzt fertig. Ja, ich mache dann mal weiter, weil es gibt noch so viel auf der Liste und auch so viele gute Sachen, verschiedene auch, die wir hier haben. Ja. Weil es gibt ja jetzt mit dem Coronavirus leider auch gehäuft Todesfälle, dass Menschen sterben, Ja. die einem nahe gestanden haben und man nicht die Chance hatte, hinzugehen, zu sagen, ich verabschiede mich jetzt von dir, wenn es so schlimm um dich steht, weil man nicht hin darf. Ja. Und da gibt es einen Podcast von
einer englischen Comedienne, ich nenne es jetzt mal so aus Mangel an anderen Worten, die heißt Carriot Lloyd. Und die hat einen Podcast aufgezogen, da gibt es schon über 100 Episoden von, der heißt Griefcast. Und die reden dann über Trauer und wie man damit umgeht. Und sie hat dann immer ihre Comedy-Freunde da, ihre englischen Comedy-Freunde, verschiedenste Leute auch zu Gast. Und die reden dann einfach entspannt und nicht ohne traurige Momente, aber auch recht lustig trotz allem. Ja. Und ich finde, gerade in so einer Zeit, wo es gehäuft passiert, dass Menschen sterben, auch oder zumindest hoffentlich nicht in eurem im Umfeld, dass man muss damit umgehen können. Ja. Irgendwie. Ja. Und dieser Podcast ist da eine sehr gute Anleitung sozusagen, Dinge anders zu sehen, wo man nicht dieses endgültige so auf sich eindreschen lässt, sondern sagt, man kann auch mit Sinn für Humor trotz allem an die Sache rangehen. Ja, ja. Das ist wirklich hörenswert. Ich habe auf Google Podcasts gelinkt, aber die gibt es auch auf allen anderen Plattformen. Auf Spotify ist der auch, wenn Spotify-User da unterwegs sind, die das hören. Ja, ja. Es ist eine großartige Sache. Ich muss da mal wieder reinhören. Ich glaube, jetzt gibt es aktuell keine neuen Folgen, aber mit über 100 Episoden, jeweils eine Stunde lang, hat man da ja schon ein bisschen was vor, wenn man das hören möchte. Wie gesagt, auch immer alles, was wir hier vorschlagen, ist halt auch persönlicher Geschmack teilweise. Natürlich, ja. Und man soll sich anhören und dann für sich selbst entscheiden, aber Carriot Lloyd ist eine ganz tolle Frau. Die hat auch eine Jane Austen Improvisationsgruppe aufgemacht. Doch, wirklich. Wie geil. Das Publikum schreibt dann so Austen-Style-Titel auf und die tragen dann viktorianische Gewänder und spielen dann Impro-Theater auf den Titel von dem Austen-Buch. Das finde ich und geil. Es gibt 788 nicht veröffentlichte Austen-Novellen. Ja. Wir spielen heute Abend eine davon. Cool. Und das ist ganz cool. Trailer im Internet, Carriot Lloyd Austen Impro mal googeln und da findet man das. Und das ist auch ganz großartig. Klasse. Lustig. Zugleich. Und wo wir schon dabei sind auf YouTube, dann würde ich mal meine YouTube-Tipps, die ich zurzeit sehr frequentiere. Und zwar verschiedene Kanäle. Wissenschaft ist dabei, Reisen ist dabei, Kochen ist dabei. Also ich fange mal an. Ja. Der erste Kanal, den ich hier habe, ist Emmy Made in Japan. Das ist eine Japano-Amerikanerin, glaube ich. Zumindest Asia-Amerikanerin, die Dinge ausprobiert. Zum Beispiel hat sie mal ein Päckchen Schokolade-Ritter-Sport aus Deutschland gekriegt, 20 Sorten. Probiert sie einfach alle mal durch im Video. Oder japanische Bonbons. Entschuldigung. Japanische Bonbons mal durchprobiert, Candy-Making-Kits, alles Mögliche, so MREs, Meals Ready to Eat von der Armee, hat sie auch probiert. Und der Kanal, den gibt es schon 10 Jahre und da kann man auch jedes Video noch gucken. Die sind zwar grafisch und soundtechnisch nicht ganz so toll von Anfang, weil die Technik da noch nicht so weit war, aber inhaltlich über jeden Zweifel haben und kannst du immer noch gucken nach 10 Jahren. Und da sind immer gute Videos dabei und ich freue mich auch immer, wenn ein neues kommt. Zwei, dreimal die Woche hat es ein neues Video und das ist ziemlich unterhaltsam. Zweimal die Woche? Ich glaube, eins, zweimal die Woche mindestens. Wow, das ist heftig. Das ist ja ihr Hauptjob sozusagen. Sie hat ja einen YouTube-Kanal hauptsächlich. Ja, cool. Ja, aber das ist wirklich, wirklich gut. Guck dir den Backkatalog an. Da sind Sachen dabei, da lasst du dich kaputt. Zum Beispiel hat sie mal, was war das, Lime Jello, also Wackelpudding gemacht aus Lime Jello und irgendwie Joghurt und noch irgendwas, Knoblauchpulver oder sowas. Also so eine Art Hybrid. Also das ist total lustig, wie sie wenn dann das probiert. Sie isst auch alles, was sie da zusammenkocht. Probiert das auch. Und ja, dementsprechend lustig sind auch manchmal die Gesichtszüge von ihr. Aber das ist wirklich ein cooler Kanal, der mich über manche schwere Stunde schon gerettet hat. Ja, das glaube ich, ja. Cool. Und dann gibt es so viel, gerade was ich auch regelmäßig gucke, zum Beispiel auch den zweiten, den ich hier habe, Tokyo Street View. Das ist ein Kamerateam,
zwei Leute, glaube ich, die filmen einfach, gehen einfach durch Tokio zum Beispiel durch oder durch Kyoto und filmen das mit HD-Kameras. Und dann kannst du das da angucken, und als würdest du dann da selber durchgehen. Mhm. Jetzt im Moment können sie nicht, natürlich wegen der Ausgangssperre, die es auch in Japan gibt, aber die alten Videos, die sind auch ziemlich, ziemlich cool. Und das ist auch eine Empfehlung, wenn man mal Kopf raus möchte, sozusagen, einfach da mal ein Video raussuchen und dann mal 10 Minuten durch Kyoto gehen oder durch Tokio, Shibuya oder was auch immer, inklusive dem Sound von dem Original-Sound, dann hörst du im Hintergrund japanische Jingles oder japanische Durchsagen. Mhm. Das ist einfach klasse. Zum Thema Japan, was ja, darf ich glaube ich sagen, also wirklich auch im positiven Sinne dein Thema ist oder eines deiner mhm. Themen, wollte ich mich ganz herzlich bedanken für das Video, was du mir letztens geteilt hast mit dem teuersten Zug Japans. Yeah. Abroad in Japan auch. Das ist ein geiler Channel. Ich habe dann, den habe ich wirklich dann an dem Tag auch gebinged so ein bisschen. Also da habe ich ja, der Typ ist einfach echt viele Videos. Da kannst du mal bitte, kommt nach Japan. Ja. Da hast du mich echt auf einen geilen Channel gebracht. Ich finde auch, der ist ein bisschen wie du, so vom Sarkasmus her. Danke. Aber das, was er sagt, das hat ja trotzdem Hand und Fuß. Ja. Das, unter dem ganzen Sarkasmus sind ja wertvolle Informationen, die man als Interessierter in Japan auch auf alle Fälle gut gebrauchen kann. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das gibt es auch schon 7 Jahre in den Channel oder 8 oder so. Da gibt es auch schon einen Backkatalog auch. Würde ich hier noch dazu schreiben unter Tokyo Street View. Mach das. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut, das mache ich. Mache ich dann gleich. Und wo wir gerade dabei sind, sage ich dir noch mal meine anderen Sachen. Ich habe hier noch 4 Stück. Ja, genau. Und zwar einmal auch wieder was fürs Gehirn sozusagen. Ein Channel, der heißt Nile Red. Ja. Der Mann, der das macht, der ist Wissenschaftler und der macht dann so Experimente. Der macht zum Beispiel hochprozentigen Alkohol aus Toilettenpapier oder eigenen Farbstoff aus irgendwelchen Pflanzen, oder er versucht irgendwelche Kristalle zu züchten aus irgendwelchen Salzen. Und das ist einfach, zeigt die Experimente, wie das vonstatten geht, was dann passiert mit Schaubildern und allem. Das finde ich ziemlich interessant. Ich war früher nie in Chemie irgendwie so begeistert, aber der Channel hat es doch geschafft, mich für Chemie wieder, cool, wieder zu begeistern. Ja. Und dann der nächste ist Steinbein. Das ist ein Let's Player, der historische Spiele spielt. Mhm. Also zum Beispiel Civilization 6. Spielt da, oder das Strategiespiel Hearts of Iron, das im Zweiten Weltkrieg spielt, und macht das auf dem Hintergrund aber auch, dass er die Historie, die da drumherum ist, auch erklärt. Mhm. Und er spielt dann zum Beispiel Churchill, gerade jetzt in Großbritannien, Let's Play, und er zieht das dann so auf, wie Churchill dann in diesem Krieg agiert hätte, was Churchill dann so gesagt hätte und gemacht hätte im Rahmen dieser. Das ist mal eine doofe Frage dazu. Sind das computerbasierte Spiele oder? Computerhistorien-Games die man auch runterladen, selber zocken kann dann auch. Cool. Hearts of Iron. Jetzt macht er zum Beispiel auch Red Dead Redemption, das Western-Spiel von den GTA-Machern. Ja. Auch unter dem Aspekt der Historie, wie war der Wilde Westen. Und das ist wirklich toll. Und interessant zu sehen. Auch viele lange Serien hat er schon da drauf, die man dann auch noch gucken kann, während man auf neue Folgen wartet. Okay. Und da findet man auch was, für sein Interesse, glaube ich. So, und dann 2 noch. Ja. Dann darfst du wieder. Da hat Markus Barth die Stay the Fuck at Home Show gemacht. Markus Barth ist ein Kabarettist, der auch eine Meinung vertritt, eine Haltung, die ich teile. Ja. Und er macht dann auch auf dem Kanal, kann man dann auch nochmal suchen, jede Woche einen Wochenrückblick, was so in den Nachrichten war, breitet er komisch auf. Mhm. Aber die Stay the Fuck at Home Show
Da hat er dann immer noch Kabarettkollegen oder Comedy-Kollegen eingeladen und quatscht dann so ein bisschen über verschiedene Themen. Und das ist Ja. auch ziemlich interessant. Ich finde Und seine, ich. ja, Ja? ich finde seine Wochennachrichten absolut genial. Macht er irgendwie regelmäßig so einen Wochenbericht, was in der Woche Ja? passiert ist? Zusammenfassen für Leute, die es nicht gucken und Und nicht jeden das Tag ist gucken, ja? so klasse. Und es ist auch jemand, den du mir nahegebracht hast, den ich vor deiner Empfehlung nicht kannte. Und der ist ganz, ganz toll, ja. Also, der ist wirklich auch klasse. Also, diese Stay the Fuck Home Show dauert immer so 20 Minuten pro Tag. Ich glaube, bis jetzt sind so 25, 26 Folgen schon erschienen. Ja. Also, da kann man auch schon ein bisschen was zu gucken, wenn man jetzt anfängt. Und was ich auch gerade als letztes noch sehr stark konsumiere, ist der Let's Play-Channel von Gronkh. Unter anderem da auch das Let's Play von The Last of Us. Und zwar geht es in dem Spiel, das er da spielt, um eine Pilzsporen-Epidemie. Es ist, passt quasi also jetzt in die Zeit. Er hat angefangen, als Corona gerade so kritisch wurde und sich dann anhören müssen, ey, wie kannst du das nur spielen? Das ist doch jetzt Corona und so. Das Spiel ist von 2013 und damals war das noch überhaupt nicht irgendwie abzusehen. Und er hat jetzt halt angefangen zu spielen und es passt halt hier so rein. Und wenn du das so über die Folgen siehst, ja dann immer, wann das Datum ist, kannst du dann nachvollziehen, die Witze, die er, manche Sachen, die er da sagt, passen dann halt auch auf den Tag, an dem er es aufgezeichnet hat. Und das ist wirklich erschreckend. Und ganz abgesehen davon, dass das ein super Spiel ist, das er da zockt, ist wirklich super interessant, das jetzt hier zu sehen, in dem Kontext auch. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, einfach auch, dass man andere Wege finden kann und muss, um sich mit dem Thema auch, was uns alle gerade beschäftigt, auseinanderzusetzen. Ja, also das ist irgendwie, man muss sich mit dem Thema nicht nur, also man ist nicht gezwungen, sich mit dem Thema nur mit Traurigkeit und mit Ohnmacht irgendwie Ja, zu das beschäftigen, ja. auf alle Fälle. Man muss bei Sinnen bleiben. Und deswegen lass uns nächste Woche Freitag schon wieder den Termin setzen für den nächsten. Gerne. Weil das hilft nämlich. Gerne. Entschuldigung. Alles gut. Jetzt du. Bin ich jetzt dran? Ja, Okay. noch ein paar. Dann will ich mal meine YouTube-Liste abfrühstücken. Also vielleicht ganz zu Beginn eine kurze Einordnung. Ich habe wieder meine Hauptthemen im Grunde genommen, man könnte im Groben sagen, Geschichte und Politik, dann Comedy und dann das ganz große Thema Selbstverbesserung. Damit fange ich auch an. Ich hatte ja in meiner letzten Liste, die ich vorgelesen habe, hatte ich ja den Autor gehabt, David Allen, der das System GTD erfunden hat, Getting Things Done. Jetzt ist es so, dass David Allen ein älterer Herr ist, der halt auch wie ein älterer Herr spricht und bei der Vermittlung seines genialen Systems nicht so optimal ist wie bei der Erfindung. Also er hat ein geiles System erfunden mit GTD, das jeder anwenden kann, aber das selber so erklären für den Alltag, da klingt er so ein bisschen wie der Vater am Anfang vom Video von Offspring Pretty Fly for a White Guy. Also Lieben, Glauben, Globen, Gluben. genau. So hört sich's an. Und wenn man das dann irgendwie gut und flippig und interessant erklärt haben möchte, dann muss man sich nicht David Allen anhören, sondern Merlin Mann. Und ich habe am Anfang ein Video von Merlin Mann reingelegt, wo er halt Getting Things Done in seinen Worten erklärt und das ist viel lustiger und viel besser als vom Autor selber.
was daran liegen mag, dass Merlin Manhunt auch ein Comedian ist, eigentlich. Und wahrscheinlich auch 30 Jahre jünger als er, Alan. Ja, genau, richtig. Und nicht so dann zum selben Thema auch ein sehr guter YouTuber, Matt DiVella, der an seinem eigenen Beispiel erklärt und zeigt, wie man Minimalist und gleichzeitig kreativ sein kann, auch sehr zu empfehlen. Und dann jemand, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da bin ich am meisten der Meinung, der wird dir wahrscheinlich von seinem Stil her gut gefallen, Nathaniel Drew. Das ist ein junger Amerikaner, der aber die wenigste Zeit in den USA verbringt, sondern eigentlich wie so ein elektronischer Nomade in den letzten Monaten die Welt bereist hat. Und im Grunde genommen, er nennt das Slow Tourism. Also er reist so von einem Ort auf der Welt zum anderen, aber verbringt da halt nicht 3 Wochen oder 2 Wochen, sondern ein halbes Jahr. Ja. Und natürlich ist er jetzt auch extrem durch Corona gehandicapt. Extrem beeinträchtigt, ja. Aber selbst das kann er noch in seinen Videos total interessant verarbeiten. Also meine Empfehlung für alle, aber ich glaube auch, vom Stil her auch, könnte das auch dein Geschmack sein, Nathaniel Drew auf YouTube. Ganz tolle Videos. Jetzt komme ich zum Thema Comedy. Jemand, den wir beide sehr mögen, Hazel Brugger. die hat jetzt gerade in Corona-Zeiten so tolle Videos abgeliefert zum Thema. Naja, muss zugeben, ich habe eine Weile nicht mehr geguckt, weil die anderen Sachen mich jetzt im Moment mehr interessiert haben. Die hält es für jetzt ein bisschen zu hektisch im Moment. Ja. Nee, ernsthaft, das hat man ja so, dass man gewisse Sachen nicht haben kann aus Gründen. Deswegen habe ich die weiß nicht, das Letzte, was ich gesehen habe, ist, wo sie die Bücher nach Farben sortiert. Ja, genau. Aber seitdem habe ich Hazel nicht mehr geguckt, das muss ich ja zugeben. Aber normalerweise finde ich es schon lustig, was er macht. Und dann jemand, der uns, also der Florian und mich ein bisschen spaltet. Ein bisschen. Matthias Egersdörfer. Nein. Wie könnte man den beschreiben? Also ich würde... Eine Mischung aus Krümelmonster und Supergrobi. Ich würde sagen, fränkische Cholerik als Comedy. Und ich finde aber, ich liebe den Typen, ich finde seinen Humor klasse. Ich weiß und verstehe, dass er auf einer anderen Frequenz funkt als du. Aber seine täglichen Nachrichten aus dem Hinterhaus, die er jetzt zu Corona-Zeiten macht, wirklich täglich, ich glaube, die könnten dir besser gefallen als sein restlicher Scheiß. Also ja, mal gucken. Einfach mal reingucken. So. Hektisch brauche ich im Moment nicht. Deswegen. Nee, und deswegen guck dir Nachrichten aus dem Hinterhaus an. Jeden Tag neu, sehr kurz und gar nicht mal so hektisch. Dann mein letzter Themenbereich, Politik und Geschichte. Also erstmal Geschichte. Ganz geiler Kanal auf YouTube, Biographics. Da wird Weltgeschichte erzählt, aber immer an
entlang einer Biografie einer bekannten Persönlichkeit. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele Videos schon auf dem Kanal. Und man kann sich an dem wirklich im besten Sinne, im positivsten Sinne tot bingen. Also der ist so toll, dass du morgens um 8 Uhr anfängst und abends um 10 denkst, wo ist die Zeit geblieben? Ich sehe es gerade, ich gucke gerade auf der Seite. The Wright Brothers, Roald Dahl, Oh, also der Kanal ist so klasse. Also. Michael Faraday, Erfinder des gleichnamigen Käfigs. Karl Benz. Oh, ich bin dann mal Ja, weg. genau so ein Kanal ist das. Genau so ein Kanal ist wirklich ganz toll. Und dann zum Schluss mein letztes Themenfeld, Politik. Und da hat es in der Entwicklung des Late-Night-Talks im US-amerikanischen Fernsehen in den letzten 4 Jahren eine rasante Entwicklung gegeben, weil vor, sagen wir mal, 6 Jahren, da war US-amerikanischer Late-Night-Talk noch bekömmliche Witze erzählen und sich mit Stars über Ihre Filme oder Bücher oder ihre CDs zu unterhalten. genau. Und ich verstehe, dass man das mögen kann. Ich habe das auch sehr gemocht und deswegen habe ich auch den besten, eigentlich wirklich besten Talker von diesem alten Stil, habe ich auch in die Liste, in die Shownotes gepackt. Das war Craig Ferguson. Kennt Naja, der man? war aber nicht so gefährlich Ja, in seiner Zeit. aber er war für seine Zeit war er fortschrittlich und sehr im positiven Sinne sehr unamerikanisch. Aber eigentlich ist diese Zeit, die er dann doch irgendwie verkörpert, ist vorbei. Denn Seit 2016 mindestens. ja, genau, weil seit Trump auf der Bildfläche erschienen ist, hat sich amerikanischer Late-Night-Talk entwickelt zu etwas, was es so in Amerika vorher gar nicht gegeben hat und was wir hier in Deutschland, in Europa eigentlich selbstverständlich finden, nämlich politische Satire. Ja, so was wir als politisches Kabarett Ja, genau. überschreiben, Und man. was Dieter Hildebrand in den 80er schon im Scheibenwischer gemacht hat. Genau. Das Und ist in der Tat komisch, dass das so lange dauert. das hat's so in der Form in Amerika eigentlich gar nicht gegeben. Und das boomt jetzt gerade ganz massiv wegen Trump. Und da habe ich eigentlich die meiner Meinung nach zwei Besten in die Shownotes getan. Einmal John Oliver mit seiner Sendung Last Week Tonight und dann Seth Meyers, die sich eigentlich beide, kann man sagen, auf die Fahnen geschrieben haben, mit ihrem Programm eigenhändig zumindest dabei zu helfen, Trump wieder aus dem Amt zu jagen. Ja, also, Hoffen wir, dass es klappt. ja. Wobei John Oliver hat ja noch einen Status, der ist ja Brite Ja. mit Green Card. Er hat Und das ist ja inzwischen wirklich die eine heiße Staatsbürgerschaft. Kombination. Ein Brite mit Green Card in den USA sagt, wie es läuft. Ne? Florian, er hat inzwischen die Staatsbürgerschaft. Er hat ja Ja, amerikanische ja, Staatsbürgerschaft. ja, ja. Also er kann nicht mehr rausfliegen jetzt. Ja? Er kann nicht mehr rausfliegen und Oh, Gott sei Dank. er kann die Scheiße aus Trump wählen. Ja. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Für ihn jetzt, für John Oliver. Für Trump ist es mir eigentlich ziemlich scheißegal, der Typ muss weg. Jetzt haben Florian und ich hoffentlich für euch alle da draußen die Für alle geballte beide. Ladung Nicht-Corona geliefert. Und ihr könnt euch Ja, alle und ich hoffe, aussuchen. dass was dabei ist für jemanden. Ja. Und nächste Woche haben wir neue Infos.
zur Sachlage. Gut. In diesem Sinne. Eins noch. Salut. Mein ehemaliger Mitschüler Mirko Kussin ruft gerade Grüße in die ganze Welt von ihm und das richte ich jetzt gerade aus. Also Welt, liebe Grüße von Mirko Kussin. Grüße zurück, unbekannterweise. Und Florian. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, jetzt gehe ich auf. Das wird jetzt alles noch in der Aufnahme, wenn der Werner Habe jetzt auf Aufnahme stoppt. Stopp drückt.